So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von JFD Live Trading TV Format. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein wenig erholen können, aber ich denke, die nächste Woche wird nicht ganz so extrem sein. Und sollte es im DAX am Montag kein neues Tageshoch, kein neues Verlaufshoch gegenüber von der letzten Woche geben, habe ich ein schönes, ja, ideales Setup eigentlich gebastelt. Aber wie gesagt, kein neues Hoch wäre dafür eigentlich nötig. Aber kommen wir erst einmal zum S&P 500 Index. Hat sich komplett an den Marken gehalten, die genannt worden sind, und ist, ja, mit einer Monsterkerze jetzt hier zurückgekehrt in den, sowieso in den Abwärtstrendkanal und auch über das wichtige Unterstützungsband. Wenn man jetzt hier ein bisschen die Vergangenheit anschaut, hier ist so eine Monsterkerze, hier ist so eine Monsterkerze, ja, hier ist so eine Monsterkerze, also im Wochenchart. Und fast jedes Mal gab es eben keine neuen Tiefs, beziehungsweise wurde nicht mal im Prinzip in der nächsten Woche überhaupt irgendwas in die Richtung unternommen. Dass hier auch nur der Kerzenkörper getestet worden sind. Hier ist ja eine schwarze, hier schloss er ja, und deswegen ist es hier eben auch komplett nach oben gegangen gleich in der Woche. Als die hier ja blau sind, da gab es sogar hier ein Gap. Und hier, ja, möglicherweise kann es hier eben auch gleich ein Gap geben, aber das Aber ist eben auf den Dow Jones Index eben gemünzt. Den schauen wir jetzt an. Also von hier raus gibt es erstmal, sage ich mal, nur positive Signale, wenn man auch die Vergangenheit anschaut. So, dann kommen wir eben zum Dow Jones. Hier habe ich eben auch den Future Index analysiert. Der passt eben ein bisschen auch besser, hat hier schon mehrere Auflagepunkte und hat eben am Freitag jetzt hier auch nicht auf Tageshoch geschlossen, sondern ist ein bisschen in Intraday in Mittenleidenschaft gezogen worden. Aber konnte sich eben hier an der steilen Aufwärtstrendlinie eben retten. So, und was ist eben hier jetzt der Fall? Wenn eben der DAX am Montag eben kein, ja, sag ich mal, nicht die Rallye eben weiter vorgibt, beziehungsweise erstmal muss man auch Nikkei noch beachten, aber der gab am Freitag ja auch nochmal positive Signale und konnte über 1000 Punkte vom Tief zulegen. Und ja, ist natürlich auch abhängig von Asien, aber sollte eben hier im Future auch dieses Hoch beibehalten werden, was jetzt hier nicht ganz so schlimm ist, hier kann es auch noch leicht drüber gehen. Die wichtige Marke ist hier eher an der 15.850er Marke. Wenn die fällt, kann, soll es idealerweise bis 15.600 gehen, oder 15.050, also rund 200 Punkte nach unten, relativ schnell. Kommt jetzt hier sofort, wir sind hier im Stundenbasis, kommt hier eine schöne Umkehrkerze zur Geltung, ja, würde dann eben der Markt nach oben laufen, also deutlich über die 16.000er Marke. Das wäre jetzt hier für den Dow Jones ja auch ein Wunschszenario, um eben auch nochmal unten einzusteigen und dann die nächste Aufwärtsbewegung zu traden. Alles, was jetzt halt hier hochkommt, direkter Einstieg eher nicht, aber wie gesagt, der S&P 500 Index würde hier eben komplett nach oben durchrauschen oder halt das anzeigen. So, und jetzt kommen wir eben zum DAX. Also, das ist jetzt hier, ja, der normale DAX auf Xetra. Hier hat er ja am Freitag das Kaufsignal nicht aktiviert. Da stand ja die Buy-Marke bei 9.850. Knapp darunter drehte er. Nachbörslich stehen wir
wieder bei ja, rund 9.820. Also, wenn jetzt Japan, der China-Handel, sage ich mal, da ist ja Shanghai, nicht nochmal direkt komplett vorlegt und im Off-Xetra-Handel es kein neues Hoch gibt, dann ist eben auch wirklich ein Wunschszenario und ideal lehrbuchhaftes Verhalten wäre hier wirklich ein Gap-Close bei rund, sage ich mal, wahrscheinlich eben keinen kompletten Gap-Close, aber einfach circa 9.600 Punkte nochmal anlaufen und dann Richtung 10.150 bis ja, 70 oder von 30 bis 50. Also hier sehe ich erstmal ein Maximalziel oder das Maximalziel eher dann 10.3, aber so erstmal das Maximalziel, was hier Clusterwiderstand, Clusterziel ist, eben bei 10.150 Punkten. Und dann kann es von hier aus nochmal ein Tief geben. Das sind jetzt erstmal meine Wunschszenarien, die ich am Wochenende jetzt ausgearbeitet habe, die natürlich ab hier im neuen Hoch eher jetzt nicht so eintreten werden. Je höher es steigt, desto eben, wenn es jetzt hier von hier oben runter geht, dann wird es sowieso das Gap nicht geschlossen. Und dann könnte es eben noch bis dann doch bis 10.300 dann gehen. Aber erstmal ist jetzt hier mein Wunschszenario. Ob das natürlich so eintritt, hängt sehr stark ab, was eben die Asiaten am Montag zaubern. Die könnten natürlich auch erstmal steigen. Das würde ja natürlich dem Xetra DAX sowieso nichts ausmachen. Und wenn das gegen Handelsende eben fällt, dann ist eben hier, dann ist die Wahrscheinlichkeit da. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt hier am Wochenende mein ausarbeitetes Szenario. Das kann eben am Montag gleich im ersten Video dann eben anders aussehen, wenn ich um 10 Uhr dann etwa live gehe, wenn wir hier drüber gehen sollten. Da weiß ich dann mehr, wie die Märkte eben eröffnen. Danke fürs Zuhören und bis Montag.